Es kann schnell passieren, dass man im Gespräch mit Freunden, Familie oder Glaubensgeschwistern auf Meinungsverschiedenheiten stößt. Oder jemand handelt in einer Situation in meinen Augen komplett falsch und eine Diskussion über die richtige Art und Weise entsteht. Jeder von uns hat eigene Gedanken und Sichtweisen auf bestimmte Themen und das ist auch gut so. Gott hat uns als Individuen erschaffen und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Zur Zeit von Apostel Paulus haben sich in der Gemeinde in Korinth Gruppen gebildet, in denen Einzelne bevorzugt wurden oder sich neue und eigene Glaubensgrundlagen entwickelt haben. Apostel Paulus rief in seinem Brief an die Gemeindemitglieder auf, sich nicht von den Unterschieden denken zu lassen, sondern auf die Gemeinsamkeiten zu achten, auf die Gemeinschaft. Auch heute, wo jeder zu allem seine eigene Meinung hat, machen wir uns doch auch immer wieder unser gemeinsames Ziel bewusst, unseren gemeinsamen Glauben an den Opfertod Jesus Christus, seine Auferstehung und Wiederkunft. Jeder Mensch ist unterschiedlich, hat andere Stärken und Schwächen und genau das kann ein Segen für die Gemeinde sein oder eben ein Streitpunkt. Apostel Paulus brachte den Vergleich mit einem Körper. Dieser besteht aus vielen unterschiedlichen Körperteilen und Organen und nur durch die Zusammenarbeit dieser kann er funktionieren. Achten wir mehr auf die Stärken des Einzelnen und das gemeinsame Ziel, um uns als Gemeinde auf die Wiederkunft vorzubereiten. Momentan ist es eher schwierig, dieses Gemeinschaftsgefühl zu bewahren, wenn wir uns schon seit Wochen nicht mehr sehen konnten. Aber zum Glück gibt es Plattformen wie Chimpocket hier, verschiedene Online-Veranstaltungen auf YouTube und der wöchentliche Online-Gottesdienst. In solchen Momenten wird das Gemeinsame besonders in dieser Zeit deutlich und wir können den lieben Gott auch heute erleben, indem wir uns auf die Stärken und Gemeinsamkeiten konzentrieren, wie es Apostel Paulus geschrieben hat. Mein erster Gedanke, als ich das Textwort gelesen habe, war das Ereignis um George Floyd. Ich kann nicht verstehen, warum Diskriminierung und Rassismus heutzutage immer noch so große Probleme sind. Warum können einige Menschen andere Menschen nicht akzeptieren? Warum denken so viele in Schubladen? Ich meine, ja, wir sehen alle unterschiedlich aus. Wir denken alle unterschiedlich. Doch wir sind alle von Gott erschaffen. Wir werden alle von Gott geliebt. Man sollte eigentlich nicht mehr für gleiche Rechte demonstrieren müssen, sondern jeden akzeptieren, so wie er ist. Ich glaube, das würde uns Gott ein ganzes Stück näher bringen. Beim ersten Lesen der Bibelstelle habe ich gedacht, wow, da steckt aber echt viel drin. Holt euch am besten eure Bibel, damit ihr das Textwort vor Augen habt. Also, ich habe mich zuerst gefreut, denn da steht drin, dass Brüder und Schwestern reden sollen. Warum ich mich freue? Weil Gleichstellung leider noch nicht selbstverständlich ist. Ich habe dann aber feststellen müssen, in der Bibel auch nicht. Denn in meiner Übersetzung von 1999 steht an dieser Stelle noch nichts von Frauen. Die werden also gleichgestellt und sogar noch mehr. Das Textwort sagt, dass wir alle gleich sind. Das heißt, es werden keine Unterschiede gemacht, was in der Gesellschaft leider noch der Fall ist. Allerdings machen nicht gerade auch Unterschiede unseren Charakter und die Qualität von Beziehungen aus? Ich glaube zumindest, es gibt nicht umsonst die Redewendung, Gegensätze ziehen sich an. Aber ich persönlich, ich glaube, man muss es gar nicht so streng sehen und die Bibel meint es auch gar nicht so streng, wie es am Anfang scheint. Gehen wir das Textwort mal durch. Die gleiche Stimme, mit der wir alle reden sollen, ist für mich die der Liebe. Keine Spaltungen zuzulassen heißt, dass wir trotzdem verschiedener Meinung sein dürfen und darüber diskutieren. Aber trotz allem müssen wir bereit sein, einander zu vergeben, wenn die Worte in der Diskussion mal etwas härter waren. Das Festhalten an einer Meinung bezieht sich für mich auf den Kern unseres Lebens und das Ziel, auf das wir hinarbeiten, miteinander und mit Gott im Himmel zu sein. So, und was bedeutet das Ganze jetzt für den Alltag? Bei allem, was wir tun, sollten wir nicht vergessen, dass wir alle die gleiche Motivation haben.
Egal, ob wir lieber Rosen oder Tulpen mögen, die Kirche soll schön für den Gottesdienst sein. Egal, ob moderne Kirchenmusik oder Klassik, wir haben Spaß am Singen und loben Gott. Es gibt tausende solcher Beispiele. Ich will nur sagen, die Meinung eines jeden Einzelnen ist es wert, gehört zu werden. Und solltet ihr doch unterschiedlicher Meinung sein, dann denkt immer wieder daran, warum ihr das macht. Geht respektvoll miteinander um und findet Kompromisse und sprecht die Sprache der Liebe. Nur gemeinsam gelangen wir ans Ziel. Kein Mensch ist vollkommen. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Indem wir den anderen so annehmen, wie er ist, und ihn anhören, ihm Freiraum geben, anstatt uns über ihn zu stellen oder ihn zu unterdrücken, schaffen wir eine Basis, sodass sich jeder mit seinen Stärken in das Werk Gottes einbringen kann. Gleichzeitig werden eines jeden Schwächen sozusagen ausbalanciert. So erleben wir Gemeinschaft, schaffen wir Großes und gelangen gemeinsam ans Ziel. Ein anderer Punkt, der hiermit zu bedenken ist, über den wir wirklich nachdenken sollten. Wer sind wir, dass wir uns über einen anderen stellen? Wie es in dem Gedicht heißt, dein Bruder ist so gut wie du, auch er sucht seiner Seele Ruhe. Auch er hat seine Sündenlast, so gut wie du die deine hast. Dein Bruder hat verborgenes Weh im eigenen Gethsemane. Dort weint er oft und seufzt dazu und ringt und fleht, so wie auch du. Und ob er etwas anders ist in seiner Art, als du es bist, das lässt doch nicht das Urteil zu, dass er nicht ist so gut wie du. Und ist er manchmal kreuz und quer, bist du nicht auch so arg wie er? Drum liebe ihn und lass es zu. Dein Bruder ist so gut wie du.